Wenn man vom ehemaligen Schlagzeuger der Toten Hosen entdeckt wird, kann von der Band eigentlich karrieretechnisch nicht mehr viel schief gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio 2, heute mit den Kölnern Pilot. Wenn ich mir so eure Texte anhöre und vor allem auch das neue Album, das in wenigen Wochen erscheint, dann stelle ich fest, dass die doch ein wenig philosophisch sind. Wie wichtig ist euch dann ein Blick hinter die Kulissen der menschlichen Seele? Oh. Du hast mir versprochen, du bist eine Laberbacke. Ich bin die Laberbacke, genau. Ich denke mich jetzt warm und dann geht's los. Ein bekannter Kabarettist hat das mal folgendermaßen formuliert: Facebook ist Stasi auf freiwilliger Basis. Da sind zwei Typen mit Anzügen im Fernsehstudio, mit einer sehr netten Moderatorin, und die dann überlegen, ist das noch Lyrik? Und jetzt wird's ernst, denn wir haben Faro zu Gast, den Hypnotiseur, und drei Freiwillige, die sich gerne hypnotisieren lassen wollen. Der Körper fällt immer mehr nach hinten steif her, brett ich von dich auf. Natürlich frage ich mich gleich bei dem Motto Schwule lieben in Niedersachsen. Ist das ja so ein bisschen das Motto auch von Hin und Weg. Wie lieben Schwule denn eigentlich, Thorsten? Also wahrscheinlich lieben sie in Niedersachsen genauso wie sonst auch Deutschland oder weltweit. Du bist ja eigentlich ursprünglich auch Journalist und hast deine Laufbahn oder ich sag mal deine öffentliche Karriere letztendlich auch mit dem Volontariat beim Radio begonnen. Ja. War das pure Journalistendasein so dermaßen unerträglich langweilig für dich, dass du nebenher noch zaubern musstest, oder war das immer schon so ein bisschen dein Wunsch? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich habe erst gezaubert, so als kleines Kind schon. Also da kommt auch der Desimo her, weil ich als kleines Kind dachte, ich muss unbedingt einen Künstlernamen haben. Und deswegen Detlef Simon, abgekürzt Desimo. Seit Jahren steht sie immer wieder zur Diskussion, die Legalisierung der sogenannten weichen Drogen. Droge, Cannabis und ihrem psychogenen Wirkstoff Tetrahydrocannabinol. Erst kürzlich forderte die Linke eine Legalisierung der Droge und die Einrichtung sogenannter Cannabis-Clubs nach spanischem Vorbild. Frank, wie ist das bei dir? Du kommst aus St. Louis, wie wir vorher schon festgestellt haben, auch eine Co-Heimat einer sehr bekannten Blues-Gattung. Yeah. Was bedeutet Soul für dich? Du hast mit Gospel angefangen, richtig? Ja, darf ich in Englisch? Es wäre mir lieber auf Deutsch. Oh Gott. Warum Kuscheln, Sex und Händchen halten des Lebens Plan ist und warum einem das Leben nicht den Arsch abwischt, sondern man das gefälligst selbst tun muss, dazu habe ich heute die Vokalisten Maybe Bob bei mir zu Gast. Dieser Pornobalken passt nicht rein. Ja, wenn ich mir das so anschaue, dann stelle ich fest, dass ihr zum einen keine Männer für eine Nacht seid und ihr euch nach dem Pipi-Machen brav die Hände wascht. Ist das der Grund, warum ihr alle mehr oder weniger glücklich liiert und vergeben seid? Das ja. Du bist Vater und musst jetzt einer neuen kleinen Seele zuhören. Wie fühlt sich das Leben jetzt für dich an? Ja, aufregend. Sehr schlafbefreit. Muss man Romantiker sein, um gute Musik machen zu können? Ich glaube ja. Also man muss irgendwie eine leidenschaftliche Seite in sich haben. Also ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe die so ein bisschen. Fußball ist ja bekanntlich eine Leidenschaft, die manchmal auch Leiden schafft. Nämlich wenn es dann im Zuge von Spielen zu Ausschreitungen und Gewalt kommt. Studio 2, heute mit einer grässlichen Rockband aus Hamburg. Und zwar nennen sie sich Das Pack. Wo habt ihr denn einander gefunden? Seid ihr einander irgendwie zugelaufen? Oder wie er kam zu mir. Er kam zu mir, er ist ja eigentlich, kann man das hier sagen, im Niedersachsen-Fernsehen, dass du eigentlich Hannoveraner bist. Ja. Selbstverständlich. Aus hier, wie heißt das eine? Norden. Also ich habe natürlich auch studiert, jahrelang, Afrikanistik, aber ich bin nie... Afrikanistik? Ja, ich bin nie dahingegangen. Das war so innovativ wie ich. Ich habe mal Ethnologie studiert. Ist so, ne? Ihr wart bei The Dome, ihr habt den Prince Award für den besten Newcomer 2011 gewonnen. Ihr wart schon mit Pur und Monrose und Livingston auf der Bühne. Fragt man sich, ja, was kommt jetzt eigentlich als nächstes? Die Weltherrschaft. Ein oder anderen, gerade der Entwicklungsquantensprung, ich sag mal zwischen 15, 16 und 20, 21 ist enorm. Genau. Also da zählt wirklich jedes Jahr fünffach, während alles, was danach kommt, ich kann das jetzt so großkotzig sagen, ich bin nämlich eine alte Schachtel. Wir haben angefangen damit, dass wir Gedichte gemischt haben mit elektronischer Musik. Kommt man anders mit Lyrik und Gedichten und Poesie heutzutage nicht mehr weiter? Brauchen die Kids elektronische Beats dazu? Nee, wir brauchen elektronische Beats dazu. Und hier ist jetzt deine Aufgabe, in diesem Spiel intuitiv herauszufinden, welches deine Glückskarte ist in dem Spiel dort. Okay. Ich helfe dir dabei. Denn nur wenn du diese Karte herausfindest aus diesem Spiel, werden sich deine intimsten und geheimsten Wünsche erfüllen.
Welches sind die? Die wären ja nicht mehr intim und geheim, wenn ich es jetzt preisgeben würde. Hätte ja als eigenes spontan. Nee, die sind auch so alle nicht jugendfrei. Ich kann nicht so ganz ins Detail gehen, weil wir auch zu früheren Zeiten ausstrahlen. Aber ich gestehe, ich habe da so einen Punkt gesehen, der ja auch Hetero-Männer beschäftigt, nämlich der Wunsch nach einem größeren Liebesstab. Sind denn Schwule in der Beziehung genauso eitel wie Hetero-Männer? Was würdest du sagen, Timo? Ja. Ihr habt euch ja zwischenzeitlich auch mal dazu entschlossen, ohne Label zu arbeiten und euch selbst zu managen, jetzt aber wieder bei einem größeren Label offensichtlich unterzeichnet. Wie kamst du der Sinneswandlung, beziehungsweise warum habt ihr euch überhaupt mal zwischenzeitlich entschlossen, ohne Label zu arbeiten? Geld, Geld und Geld. Also zuerst... Zuerst wegen des Geldes, dann wegen des Geldes und dann... Ich versuche mir das jetzt zusammenzureimen. Das heißt, zuerst habt ihr von dem alten Label zu wenig Geld bekommen, dann habt ihr selber euch mehr Geld verschaffen können und jetzt kann euch euer neues Label noch mehr Geld verschaffen. Nicht schlecht, die Version. Es beginnt meist mit einem Kratzen im Hals, geht weiter mit Niesen und man fühlt sich allgemein schlapp und müde. Ja, eine Erkältung steht ins Haus. Rund 2 bis 3 Mal im Jahr erwischt es einen durchschnittlichen Erwachsenen, meistens noch dazu in der kalten Jahreszeit. Und weil die Symptome ja doch mehr als lästig sind und unangenehm, haben wir uns heute in Pferden umgehört und gefragt, ja, was sind denn Ihre besten Tipps, Tricks und Hausmittel gegen eine Erkältung? Du hast doch eine Schlagzeugschule. Ja. Ja. Was macht denn einen guten Drummer eigentlich aus? Wenn er in der Band spielt, dass er die Time halten kann, die Form weiß und eigentlich weiß, wie der Song am besten rhythmisch begleitet werden sollte. Gibt es nicht auch vielleicht den einen oder anderen Fall, dass jemand mal zu dir kommt und sagt, ja, ich würde das jetzt gerne lernen und du merkst, also das ist ein völliges Untalent, weil irgendwie so ein bisschen die Körperkoordination fehlt. Taugen diese Leute dann vielleicht noch, du lachst, also es scheint schon mal vorgekommen zu sein, taugen diese Leute dann noch als andere Musiker, ich weiß nicht, für ein anderes Instrument oder würdest du sagen, wenn man den Rhythmus nicht halten kann, ist man grundsätzlich in der Musik verkehrt? Das ist grundsätzlich schon mal richtig. Ist das normal, dass man sich bei einer Polka auf den Rücken legt und mit dem Beinchen strampelt? Oder? Ich glaube, normal ist das nicht, aber ja, wir haben irgendwann angefangen, die Performance ein bisschen auszuweiten. Wart ihr beim ersten Mal betrunken, als ihr das versucht habt? Yes! Wundervoll! Ganz tolles Schlagzeugsolo im Übrigen. Ja, sehr, sehr gut, oder? Total gerockt. Seid ihr nicht schon ein bisschen zu alt für diese Art der musikalischen Rebellion? Wir sind ja noch total jung. Und für Rebellion kann man nie zu alt sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr so Schwiegermamas Lieblinge seid. Nur stellt sich für mich dann immer die Frage, so im großen Rock- und Pop-Business, muss man als wahrer Künstler nicht irgendwie latent depressiv und drogenabhängig sein? Das verkauft sich auf alle Fälle gut. Was ist dein größtes Trauma im Leben? Traum oder Trauma? Trauma. Das ist was nicht so Gutes, ne? Ja, nee. Das könnte etwas sein, was dich motiviert hat, Songs zu schreiben zum Beispiel. Ah ja, okay, alles klar. Dass die Leute mich nicht richtig verstehen. Ich bin sehr schüchtern normalerweise. Wer macht denn tendenziell Poetry Slams oder welche Leute nehmen da teil? Sind das so eher junge, verhuschte Gestalten oder sind das so gestandene Journalisten, so wie ihr zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall verhuschte Gestalten. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich so auch das Gefühl habe, dass gerade in den kreativen Berufen besonders viele Schwule arbeiten. Ist das nur ein Gefühl oder würde mich da die Statistik bestätigen? Schwule sind hauptsächlich in Berufen vertreten, wo man sich entfalten kann und wo man nicht unbedingt ein großes Gefälle hat, was so Kommandostrukturen angeht. Du hast ja auch Soziologie studiert. Hilft das bei der Betrachtung der Umwelt? Ja, unbedingt. Vor allem bei der Betrachtung des Publikums. Wunderbar, das ist ein ganz fabelhaftes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen und Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich auch mit der Erfüllung Ihrer intimsten und geheimen Wünsche. Tschüss.